Wir haben da jetzt vor uns sechs Wes Montgomery. Es beginnt mit einem Bass, mit einer Bassfigur, mit Quinten. C mol F, B mol S, A mol D, S, A, wieder G mol. Und jetzt haben wir eine Akkordverbindung mit Top Notes. Wir haben da D, C, C, D und F. Und das harmonisieren wir uns jetzt aus. B Major ist der erste Akkord, steht drunter. Das ist wunderbar. Dann haben wir G mal mit einem C, also nehmen wir das C da. A mal mit einem Cis. Und A mal mit einem D. Und dann ein D, C mit einem F. Und dann wieder Bassfigur. Steht da, die geht so. Und jetzt kommen wir wieder so Akkorde zum Ausharmonisieren. Da haben wir stehen C mal 9. Wir machen jetzt vierstimmige Blockakkorde. Wir haben das D in der Melodie und das H. Dann das C und das A. Dann das H und das Gis. Und dann das F und das D. Beim C mal steht drunter, beim D, beim Ton D steht drunter C mal 9. Also nehmen wir. F7, Kreuz 11, B9 mit dem H oben. Wieder vierstimmig. Wir beginnen mit der Terz, der Sept, die B9 dazu und die Kreuz 11. Dann haben wir ein F7, B9, Kreuz 11, der nichts anderes ist als eigentlich ein H7 mit F im Bass. Das wäre H7. Und das verschiebt sich jetzt auch wieder, zuerst um ganz dünn und dann chromatisch. Jetzt haben wir S mal 7, S mal 9 steht da mit einem F. Also nehmen wir S mal 7 mit einem F dazu. Dann haben wir Ass 9, Kreuz 11. Ass 7 kennst du so. Die Kreuz 11 ist da. Jetzt machen wir noch den 9 und haben dann da den 9er. Der Teil geht dann so. Interessant ist, geht so. Wir haben da steht 3 Takte G mal 7, wir spielen 2, 5, wir spielen G mal 7, C 7. 4 Takte, Entschuldige, 4 Takte G mal C 7. C mal F, B mal S, A mal D, S mal, das sind Akkorde vom D mal im Prinzip. A7B5 spielt, obwohl in diesen Noten A7 steht, da gibt es ja welche, wo A7B5 steht. Das ist beides okay. Das Interessante ist, dass diese Akkorde, die jetzt auch dieselben Akkorde sind wie beim Thema, im Prinzip nichts anderes sind als eine Reharmonisation von Summertime. Und das geht so mit den Akkorden. Und your daddy's rich and your mama's good.
Rise up singing.